Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem neuen Let's Play. Wie ihr im Hintergrund es vielleicht schon erkannt habt, spielen wir Dead by Daylight. Ich habe das Spiel schon etwas länger, habe aber noch nicht so viel gespielt. Es macht mir dennoch großen Spaß. Ich spiele ab und zu mal ein oder zwei Games. Meistens Killer. Das kann ich irgendwie besser als Überlebender. Ich spiele heute natürlich aber auch beides für euch. Bin aber noch nicht wirklich hochgelevelt. Ich guck mal kurz, ich weiß es gar nicht mehr auswendig. So ein Killer. Wir sind Level 5. Ich spiele öfter, also eigentlich immer den Fallensteller. Ja, jetzt muss ich nur gucken. Da gab es ein paar Updates letztens. Das, okay, sind die täglichen Rituale noch. Heile, rette. Okay, das kann ich nur als Überlebender machen. Das Symbol hier, ich hoffe, man sieht die Maus, ist irgendwie komplett neu. Ich weiß auch nicht mehr, wie ich jetzt in meinen Killer skillen kann. Ach so, okay. Wie ihr seht, habe ich allerdings alle Add-ons. Das heißt auch hier den Halloween-Typen. Mir fällt der Name nicht mehr ein. Wenn ihr wisst, schreibt es mir in die Kommentare. Und auch hier die Krankenschwester. Die beiden habe ich jetzt noch gar nicht gespielt. Den habe ich immerhin schon mal in Action gesehen. Den noch nie. Oder die. Das muss ich mir vielleicht bei Gelegenheit mal angucken. Wir spielen aber hier unseren Fallensteller. Das sieht fast so aus. Ah ne, ich dachte schon, es wäre alles resettet worden. Das heben wir uns aber jetzt erstmal für ein paar höhere Level auf, weil die verbrauchen sich. Nach jedem Spiel wäre es weg. Deshalb hebe ich mir das etwas auf. Opfergabe. Brauchen wir da was? Ich weiß es nicht. Perks machen wir auf jeden Fall was rein. Wo ist denn mein guter Perk, den ich da... Nimm mal den. Ich meinte, ich hätte schon einen besseren gehabt. Naja. Blutnetz, da sind wir schon gut dabei auf dem Level, genau. Schreien kenne ich gar nicht. Das ist scheinbar neu. Städtische Invasion. Aha. Hier kann man schauen, das ist scheinbar neu. Da habe ich auch nur 0 Punkte. Kann ich hier scheinbar für 550 jeweils so einen gewissen, oder für 750 hier einen gewissen Bonus noch dazu kriegen. Nicht schlecht. Hier kann man... Oh, cool. Das weiß ich noch nicht. Sieht man das nicht vielleicht? Sieht man mich so, bin ich so vielleicht nicht unscheinbarer auf dem Schlachtfeld? Achso. Und hier sind wir Level 3. Machen wir aber später. Erstmal spielen wir jetzt mal eine Runde. Wir lassen alles mal beim Alten und gehen in die Lobby. So, und dann sind wir wieder zurück. Wir haben ein Team gefunden. Leider mussten wir die volle Zeit warten, nachdem wir 4 Überlebenden hatten, da einer nicht bestätigte. Deshalb lief die Zeit durch, bevor das Spiel begann. Aber jetzt sind wir endlich im Ladebildschirm und dann geht's auch sofort los.
jetzt auf die Suche. Ich kenne mich hier auf den Maps auch noch nicht so gut aus. Es kann also sein, dass einer jetzt von euch, der das Spiel besser kennt, sagt, oh, ah, total falscher Platz, wo er so. Einmal haben wir sie. Jetzt habe ich sie verloren, Mist. Da ist sie wieder. Jetzt habe ich. Da war auch eben ein anderer. Ich habe den schon gesehen. Ich weiß ja, dass er da rechts ist. Haben wir da mal eine schöne Falle hingelegt. Dann nehmen wir uns eine neue mit. Wahrscheinlich rettet er jetzt gerade die andere. Hm? Da kam keiner zu Hilfe. Das war jetzt merkwürdig. Ich dachte, da ich ja eben schon jemanden gesehen habe hier. Der würde zu Hilfe kommen. Und das ist wohl die, die vorhin nicht bestätigt hat, die ist wohl einfach AFK. Aber schreien kann sie schön. Sind immer noch zwei übrig, die ja auch irgendwo sein müssen.
Da haben wir ihn. Einmal haben wir ihn. Nein. Und da ist er. Boah, ich dachte schon, er geht ins Verloren. Heben wir ihn auf. Ja, wickelt. Er versucht sich frei zu... Ja, frei zu winden, könnte man das am besten übersetzen. Aber jetzt nehme ich das. So, jetzt fehlt noch eine oder ein R. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob die oder der versucht, hier unseren Freund zu retten. Kann ich nicht sagen. Wenn, wäre es natürlich einfach für mich, die den Gesuchten zu finden. Aber... da die anderen beiden auch niemand. Jetzt dreh dich in meine eigene Falle, ich bin doch bekloppt. Oh mein Gott. Ich bin so doof. Nicht nur, dass ich sie nicht gekriegt habe. Ich bin auch noch in meine eigene Falle getreten und habe beide entwischen lassen. Könnten jetzt natürlich überall stecken. Es sah aus, als wäre das unten gewesen. Aber dazu müsste es ja so eine Art Keller geben, habe ich noch keinen gesehen.
Müssen auch immer noch 4 Generatoren machen. Mit der Info, ich bleib da nicht stehen nach so einem Schlag, aber nach einem Schlag bleibt er automatisch stehen, bis er wischt seine Waffe sauber und erst dann rennt er wieder weiter. Nur, ich habe ihn echt schnell wieder verloren. Ich weiß nicht, wo er da gerade abgetaucht ist. Weil normalerweise hört man ihn ja auch stöhnen. So etwa hört man ihn stöhnen normalerweise. Wie ihr es gerade gehört habt. Auf zu einem Haken. Ich glaube, er hing schon, das heißt, er ist sofort tot. Jawohl. Wie ich mir das dachte. So. Mr. Alex in. Jetzt suche ich sie. Aber einen Spieler hier zu finden. Könnte schwierig werden. Hier ist eine Kiste für Überlebende. Okay. Was muss doch der gewesen sein? Nach einer gewissen Zeit kann sich hier, glaube ich, auch eine Luke öffnen. Ich weiß noch nicht genau, ob die sich erst öffnet, wenn man nur noch ein, zwei von den Generatoren zu machen hat. Ich glaube eher, die öffnen sich nach einer gewissen Zeit. Das heißt, wenn er mir jetzt oder sie mir jetzt noch lange entwicht, dann kann es passieren, dass sich die Luke öffnet. Aber auch die muss sie erstmal, sie oder er erstmal finden.
ja jetzt einfach überall Fallen hin. Wenn er so unvorsichtig ist und in eine meiner Fallen reinläuft, sehe ich zumindest, wo er reingelaufen ist. Wenn ich sowas finde, wenn ich gerade auf der Jagd bin, dann mache ich ihn natürlich immer kaputt. Aber wenn wir später auf der Jagd sind, die können die Überlebenden nämlich drüber wegspringen und ich bleibe dran hängen. Deshalb ist es immer besser, vorher sich drum zu kümmern. Hier ist die Luke. Die Luke ist tatsächlich offen. Wie gesagt, die wird ihm nicht angezeigt. Die muss er auch erstmal finden. Gott, ich finde hier überall Kisten, die man looten könnte. Wenn man Überlebender wäre. Also es ist eine ganz schön lange Folge. Liegt daran, dass ich ihn nicht finde. Er auch scheinbar kaum Generatoren macht. Und er aber auch die Luke nicht findet. Ich bin jetzt, glaube ich, überall schon 10-mal rumgerannt. Gibt es doch nicht. Versteckt er sich einfach und macht nichts?
Wir gehen jetzt langsam auch die Ideen aus. Gibt doch keinen Chat in dem Spiel, sodass ich ihm helfen könnte oder wir irgendwie ausmachen könnten, dass wir das Spiel jetzt beenden. Ich finde ihn nicht mehr. Ist doch kein weiterer Generator. Auch nur halbwegs am Laufen, dass man sagen könnte, okay, er war hier, hat diesen Generator angefangen, ist dann wahrscheinlich weiter oder so. Nix. Man hört auch keine explodieren, also dieses Explosionsgeräusch, was man halt bekommt, wenn man den Reparaturcheck verkackt. Das
sieht ja schon fast so aus, als hätte er das Spiel verlassen. Und das Computerprogramm hätte es nicht gerafft. Gott sei Dank. Gott sei Dank, wir haben gewonnen. Das Spiel ist vorbei. Es waren jetzt knapp eine halbe Stunde Spiel. Das ist ordentlich. Aber wir haben auch eine Errungenschaft freigeschaltet. Das seht ihr jetzt glaube ich nicht, aber Errungenschaft ist da. Großes Opfer. Sehr schön. Ach, und hier gibt es jetzt sogar einen Check. So, hier kann man jetzt schauen, das ist auch neu. Und hier habe ich jetzt auch 10 Punkte bekommen. Ich weiß nicht, wie sich das rechnet, aber okay. Und er hat jetzt praktisch geschrieben, eine verflickte Stunde um das Gate, also die Luke zu finden. Und er hat sie nicht gefunden, habe ich nur geschrieben, ich habe sie gefunden. Er wirklich, haha. Und dann, ja, habe ich geschrieben, es war ziemlich nah dort. Also ziemlich nah dort, wo ich ihn auch gefunden habe, wo ich ihn bekommen habe, gekriegt habe. So, jetzt kann man noch upgraden. Und wir haben 15.000. Erhöht deutlich die Chancen zu McMillan. Ja, komm, müssen wir ja nehmen. Gewährt 25% Bonus Blutpunkte in der Opferkategorie. Und haben wir noch genug für das? Nein. Zermürbende Präsenz. Ein neues Perk wäre das. Deine bloße Anwesenheit flößt bereits große Angst ein. Überlebende innerhalb deines Terrorradius haben um eine 3% ihre Chance beim Reparieren, Heilen oder Sabotieren einen Fähigkeitscheck abzurufen. Die abgerufene Erfolgszone eines Fähigkeitschecks ist um 5% verringert. Das ist gar nicht schlecht. Fähigkeitscheck müsst ihr euch vorstellen, ist so ein Ring, der taucht auf und dann läuft so ein Balken dem Ring nach. Und irgendwo auf diesem Ring ist eine Zone eingezeichnet. Und in dieser Zone muss man die Leertaste drücken, dann besteht man ihn. Ist der Balken außerhalb dieser Zone, dann besteht man ihn nicht. Und dann gibt es dieses Explosionsgeräusch von der Maschine beispielsweise. Oder beim Heilen bricht man das Heilen ab und so weiter und so fort. Da kann man dann immer sehen, wo die ungefähr sind. Und da steht jetzt praktisch, dass dieser Bereich, wo man die Leertaste drücken kann, verringert wird. Und um 5% und 3% öfter dieser Fähigkeitscheck abgerufen wird. Das ist also gar kein schlechter Perk. So. Dann war's das aber. Ich bedanke mich, dass ihr zugeschaut habt. Es werden jetzt in Zukunft ab und zu mal wieder so eine Folge kommen. Und dann wünsche ich noch eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.